Gut, dann werde ich ihm mal Bericht erstatten. Es ist Zeit. Wladimir lässt dich grüßen. Du hast mit ihm gesprochen? Mhm. Unglaublich. Nicht nur das, ich habe deinen Wunsch erfüllt und mich mit ihm unterhalten. Willst du wissen, was er gesagt hat? Das will er bestimmt. Nö, er geht weg. Es interessiert ihn anscheinend überhaupt gar nicht. Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Gib ihm den Brief, den er geschrieben hat. Dein toter Bruder hat sich amüsiert wie in alten Zeiten. Das sagt sich leicht. Hast du einen Beweis? Ah, den Brief. Was steht da überhaupt drin? Wladimirs Schrift. Unverwechselbar. Natürlich, die kann man nicht fälschen. Unmöglich. Gut gemacht, Hexer. Ich weiß. War das, oder hast du noch was anderes? Als nächstes kümmere ich mich um Borsodis Haus. Viel Glück und viel Spaß. Werde ich bestimmt nicht haben. Geh zum Auktionshaus der Borsodis in Ochsenfurt und frage nach dem Besitzer. Kann ich noch mit dem netten Barmann? Ach, der Stjepan. Ich erinnere mich an dich. Was darf sein? Kotze bitte. Nee, ich wollte sehen, ob ich dem was verkaufen kann von meinem Kram. Ich habe ja immer hier so Kram. Siehst du, den will er nicht haben. Wildschweinhauer. Da ist der super scharf drauf. Die tut er nämlich in den Kuchen. Und Wildschweinfelle, auch die kommen in den Kuchen. Und natürlich das ganze Gold und Smaragd und so weiter, was ich aus den Gräbern geraubt habe, ausgeliehen habe aus den Gräbern. Verwesenes Fleisch kommt auch in Kuchen. So, bis denn. Bis dann. Wir sehen uns vielleicht. Quietsch. Das Auktionshaus ist natürlich gleich hier in der Stadt. Wie praktisch. Ah, ich sollte auch noch mal dringend... Weil der doofe Wladimir hat sich meinen Bart abrasiert. Das fand ich gar nicht so gut. Der Geralt muss sein Gesicht natürlich nicht verstecken. Das ist ein... Oh, andere Richtung. Der ist natürlich ein hübscher Junge. Der kann ruhig auch ohne Bart rumlaufen. Aber ich finde, ein echter Hexer muss halt... Der muss einen Bart haben. So, deshalb kleben wir uns jetzt wieder einen an beim Friseur. Sind wir hier richtig oder müssen wir auf der anderen Seite rein? Auf der anderen Seite. Natürlich ist da die Seite abgeschlossen. Also einmal rundum. Ah, hier. Hida, Barbier. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Ja, einmal scheren. Gut, bring mein Äußeres in Ordnung. Allein bring mein Äußeres in Ordnung, als würde das so schlimm aussehen. So, Bart. Da muss ein Bart dran. Glatt rasiert, nein, Vollbart getrimmt, buschiger Spitzbart mit kurzem Schnurrbart, sympathische Kotelettenschnurren. Wir gucken uns das mal an. Wie sieht denn der aus? Weißt du was? Gar nicht mal so unschlimm. Und eine Frisur, was können wir da offen, nicht zu lang? Lose im Kopf zusammengebunden, lang und Seiten rasiert. Gut, das ist, was ich jetzt habe. Was ist denn offen nicht zu lang? Lad. So ein bisschen rebellisch. Ich weiß nicht. Frisur ist gar nicht schlecht, aber ob der Bart dazu passt? Was haben wir denn noch so an Bart? Sympathische Koteletten. Wie sehen die denn aus? Ein bisschen merkwürdig. Da passt die Frisur wieder nicht zum Bart. Bin nicht sicher. Schnur- und Unterlippenbart. War das der, den ich ursprünglich hatte? Nein, aber der sieht gut aus. Den behalte ich. Ja, yep, so kann man rumlaufen. Also, finde ich. Bis dann. So, da sieht der Hexer doch ganz schmuck aus. Hervorragend, hervorragend. So kann man sich auch im Auktionshaus blicken lassen.
Ansonsten hätten die hier nur schief angeguckt und gesagt, also ohne Bart kommen sie hier nicht rein, guter Mann. Aber jetzt alles klar. Der Hexer hat einen Bart und jetzt kann er auch endlich wieder baden gehen. Ah, da ist das Auktionshaus. Das sieht ja nice aus. Was steht die Soldaten Bosse, die Auktionshaus? Scheint so. Gefreiter Klein, du bist im Dienst. Schon vergessen? Mit Zivilisten wird nicht geplaudert. Oh nein. Zweck des Besuchs? Ich will zwecken. Aus Neugier. Redanische Berufssoldaten, stimmt's? Hauptgefreiter Wenzel zur Stelle. Und der Depp hier ist mein untergebener Gefreiter Klein. Da kannst du als Hauptgefreiter natürlich stolz drauf sein. Hast du was gesagt, Soldat? Nein, nicht. Müsstet ihr nicht irgendwo anders sein? Es herrscht Krieg, wisst ihr. Wir wurden alle hierher verlegt. Befehl 76 CWX in Schriftform. Mission, Bewachung des Auktionshauses. Priorität hoch. Die höchste sogar. Der Borso, die kennt sich aus mit den hohen Tieren. Hilft ihnen, die Kriegsbeute zu verkaufen. Kriegt Schutz dafür. Gefreiter Klein, das sind geheime Militärinformationen. Ja, aber die interessieren mich. Junge. Sind die Eigner da? Du meinst wohl den alleinigen Eigner. Den geschätzten Horst Borso. Ah, Horst. Ja, ist er. Ja, dann muss ich mit Horst sprechen. Befehl 76 CWX ist eindeutig. Nur Geladene dürfen zur Auktion. Mit den schriftlichen Namen, ganz einfach. Dann schreibe ich meinen Namen halt auf. Und das soll euch hindern? Also bitte. Ich fürchte, du hast Pech. Befehl 76 CWX besagte ferner, Hauptgefreiter Wenzel würde sich einen Bissen in den Arsch stecken. Klein! Weißt du eigentlich nicht, was auf Vorgesetztenbeleidigung steht? Wen haben wir denn da? Gerald, der Hexer aus Riga. Aber genau der. Vivaldi, der Bankier aus... Woher kommst du eigentlich? Novigrad. Wen kümmert es, Kollege? Geld kennt keine Grenzen. Was geht hier vor, Hauptgefreiter Wenzel? Du zankst dich mit meinem Kumpel Gerald? Meister Vivaldi, Herr, dein geschätzter Sozius hat keine Einladung zur Auktion. Ja, und aber ich bin ein geschätzter aber Sozius. Aber ich habe eine Einladung, verdammt noch eins. Und er kommt mit mir. Rein mit dir, Gerald. Yay! Wir gehen auf die Auktion. Aber meine Befehle... Nee. Ach, drauf geschissen. Muss ich erst zum Feldwebel gehen? Hoffentlich nicht. Jetzt stramm gestanden und Mund gehalten. Der gute alte Wenzel. Oh, die Jungs in der Kaserne werden sich am Boden wälzen. Ruhe! Vorwärtsmarsch! Rundherum! Eins, zwei! Mann, der ist aber auch miese drauf. Das als Hauptgefreiter, Junge. Oh, wir müssen anscheinend unsere Waffeln abgeben. Aber nicht die Ohren. Danke dir für die Hilfe. Schon gut. Ich kümmere mich gerne um alte Freunde und Kunden. Welch Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Wimme. Das hat meine liebe Verblichene auch immer gesagt. Aha. Die Leute kommen zusammen. Die Auktion fängt gleich an. Lass uns raufgehen. Ja, ich will unbedingt auktionieren. Worauf wollen die Leute denn bieten, weißt du das? Auf alle möglichen Wertsachen. Seltene Waffen, Exotika. Waffen. Ich selbst habe freilich ein Auge auf bestimmte Werke von Porträtmeistern der Mariborer Schule geworfen. Van der Knoop, Longendijk. Longendijk. Ich hätte nicht gedacht, dass du ein Kunstkenner bist. Bin ich auch nicht. Mir ist das alles nur Geschmiere. Ich will sie ja auch nur einwickeln und wegschließen. Ach so, als Wertanlage. Wozu denn? Wieso wozu, Gerald? Ich muss doch mein Investitionsportfolio diversifizieren. Genau so läuft das. Hätte schwören können, das Auktionshaus der Borsodis wäre in Novigrad. Das war's. Sie sind umgezogen. Radovid hat Horst einen vorteilhaften Steuersatz angeboten. Weißt du, 0%. Das ist ein sehr vorteilhafter Steuersatz. Nicht wahr? Das ist der Inbegriff staatlichen Wohlwollens. Und wo ist Horst jetzt? Eigentlich will ich hier nur Horst Borsodi sprechen. Oh, das könnte schwieriger sein, als du denkst. Wieso? Der reinste Einsiedler ist der Mann. Gar nicht wie sein Vater.
Melitele hab ihn selig. Aber bei der Auktion taucht er vermutlich auf. Dann stelle ich euch vor. Ich stehe in deiner Schuld. Ach, Unfug. Ich mache nur in Krediten und Eigenwechseln. Also, rauf mit uns. Alles klar. Weißgold und Permut. Haben wir hier für schöne Sachen? Feuerkelch. Was das wohl sein mag? Der Feuerkelch, vermutlich. Kleid aus Haki. Serikanische Speere. Hervorragende Zierde für jedes Wohnzimmer. Gut zu wissen. Ein Riese. Oder vielleicht ein Jötun? Was soll das? Ach, ein Schädel. Ein riesiger Schädel. Aus der Sammlung des Magiers Aeramas. Ach, von dem haben wir doch auch was eingesammelt. Da, das ist ein versteinerter Käse, aus dem man die Zukunft gelesen hat. Codex Redaniensis. Das einzige erhaltene Exemplar. Wertvoll. Wunderschön. Aber beim ersten Schlag würden sie zerspringen. Aha, sehr zerbrechliche Schwerter. Was ist mit dem Einhorn? Gehörte sicherlich auch mal ein Zauber. Vielleicht ein Fetisch. Ja, ist aber nicht weiß. Ist nicht dasselbe. Kleid aus Haki-Seide. Mit Amethystperlen. Oh, da steht noch eine Statue. Was haben wir da Schönes? Wunderschöne Skulptur. Die wird sicherlich mal einen Garten zieren. Oh. Gerald, warum auch nicht? Wie wär's mit einer Immobilie? Ja, ich könnte gerne. Dir attraktive Hypothekenkonditionen einräumen. Es gibt keine attraktiven Kreditkonditionen, Wimmel. Auch nicht in kuvirischer Mark? Es dauert wohl noch, bis sie anfangen. Wimmel, dies ist ein Bankett. Ja, und? Ich hasse Bankette. Deppendialoge, winzige Portionen, Getränke, die nach Pisse schmecken. Vielleicht musst du weniger Pisse trinken. Nicht. Lass mich dir meine interessantesten Partner vorstellen. Aber gerne. Die alte Glucke dort ist Gräfin Mignole. Alte Glucke. Mit der hättest du bestimmt viel zu reden. Der Scheißer in der Ecke heißt Hilbert. Neureich. Hat mit Gwind ein Vermögen gemacht. Ah, und der da ist Kunsthändler Jaromir. Ein arrogantes Arschloch. Ich glaube, er kann nicht hören. Kennt er sich am besten aus. Na, sollen wir mit jemandem reden? Es ist unpassend, hier zu stehen wie die Ölgötzen. Ölgötzen. Ja, ich unterhalte mich gerne. Klar. Was haben wir denn mit der Gräfin Mignole zu reden? Die ehrenwerte Gräfin. Madame, darf ich vorstellen? Mein lieber Freund, Gerald von Riva. Hexer der Wolfsschule. Völlig richtig. Verzeihung, hatten wir das Vergnügen schon? Nein, aber deine Gilde ist unverkennbar. Das Medaillon. Jawohl, dass man gerade nicht sieht. Gräfin Mignole ist eifrige Sammlerin von Veduminalien. Ja, natürlich. Was? Alle Arten von Gegenständen, die mit Hexern in Zusammenhang stehen. Schwerter, Ausrüstungsteile, Medaillons. Möchtest du mir was abtreten? Darf ich fragen, wie wir Monsterschlechter zu der Ehre deines Interesses gekommen sind? Ich habe einige angenehme Assoziationen. Aus meiner fernen Jugend. Er hat mit einem Hexer rumgemacht. Das Sag sowas gut. Nicht, Gräfin. Du siehst einfach umwerfend aus. Ja, aber sehr schon freundlich, alt. Freundlich, Meister Vivaldi. Aber zu Hause habe ich nicht nur Veduminalien, sondern auch noch ein paar Spiegel. Was ist denn alt muss ja nicht gleich hässlich sein. Ein antikes Rüstungsstück. Wolfsschule, 1234. Ein Klassiker. Wird es versteigert? Leider nicht. Es ist ein Andenken von großem persönlichem Wert. Aha. Aber vielleicht hat die Gräfin noch andere Hexerdevotionalien, von denen sie sich trennen würde. Ich würde bescheidene 5% Transaktionsgebühr berechnen. Natürlich. Transaktionsgebühr. Weißt du was? Da muss ich eigentlich mal reingucken. Wimmel, ich kenne niemanden, der sich so geschickt die Moneten anderer Leute krallt wie du. Aber was soll's? Vielleicht zumindest mal schauen, was sie da hat, oder? Guck mal einer an. Vipernrüstung, Vipernstiefel, Vipernhandschuhe, Vipernhose. Da wird ja gewiepert. Ja, da kann ich nicht widerstehen. Die Schemata muss ich haben. Und dann wiepern wir ein bisschen. Will die auch was kaufen von mir eventuell? Nö. Die will eher nichts kaufen. Naja, gut, muss sie auch nicht. Ich habe zumindest Vipern-Schemata.
Hat die Gräfin heute etwas Bestimmtes ins Auge gefasst? Nein, aber laut Horst Borsody kommt etwas unter den Hammer, was mich interessieren dürfte. Eine Wimper? Er hat wohl nicht gesagt, was es ist. Eine Orange? Nein. Du kennst ihn doch. Ein wandelndes Rätsel. Übrigens, Meister Geralt, würdest du wohl einer Dame in Not helfen? Aber gewiss würde ich das. Der Not an. Oh, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe gerade einen Ohrring auf dem Balkon verloren. Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist er durch die Dielen gerutscht. Ob du mit deinen Katzenaugen... Na, aber sicher kann ich mit meinen Kotzeaugen. Kein Problem. Ich sehe mal. Das ist ja wohl selbstverständlich. Ich bin dir sehr dankbar. Bis gleich dann, Wimme. Ich bin ja ein netter Kollege. Draußen auf dem Balkon, sagtest du. Wo haben wir denn hier einen? Ach da, guck mal, was haben wir da denn Schönes? Verschütteter Wein, sonst nichts. Oh, okay. Kein Ohrring? Hier gibt's gar keinen Ohrring, oder? Offenkundig nicht. Nein. Vielleicht möchte die Gräfin erläutern, was das soll, ohne zu scherzen. Vergib mir, ich... Götter... Ist das peinlich? Was denn? Kennst du Wesemir? Ja. Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Den kenne ich in der Tat. Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Was? Wie geht es ihm? Na, sie hat mit Wesemir früher mal so ein bisschen, weiß schon, knickknack, du weißt schon was, vermute ich. Natürlich darfst du. Doch bevor ich antworte, wüsste ich gern, wie gut ihr euch kanntet. Oh, das habe ich nie jemandem gesagt. Niemals. Aber dir schulde ich wohl eine Erklärung. Ja, definitiv. Es war im Winter 1234. In Ochsenfurt trieb eine Bestie ihr Unwesen. Du warst diese Bestie! Es wurde ein Auftrag ausgeschrieben und ein Hexer erschien. Wesemir. Von der Wolfsschule. Auf der Spur des Monsters kam er bei uns vorbei. Wir sahen uns an, ein Funke sprang über. Ich schrieb ihm eine Nachricht. Meine Zofe brachte sie ihm. Da wurde gezofft, Alter. Im Schutze der Dunkelheit besuchte er mich. Nacht um Nacht. Bis mein Vater irgendwann etwas hörte. Wesemir musste so schnell fliehen, dass er seinen Gambeson zurückließ. So passiert's manchmal. Das erste Stück der Sammlung. Ah, deshalb willst du das Ding auch nicht loswerden. Aber auch das Ende unserer Liebe. Vater ließ einen Haftbefehl ausstellen und verheiratete mich sofort. Ich hatte Glück. Mein Mann starb jung. Was für ein Glück für dich, dass der unschuldige Mann früh starb. Und so lebe ich von Erinnerungen. Erinnerungen. Ich habe übrigens wirklich keine guten Nachrichten. Es tut mir leid. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh? Bitte sag mir, starb er wenigstens wie ein Hexer? Er wurde voll abgestochen, also ja. Nein, er starb wie ein Held. Held, Hexer. Also. Ich danke dir für die galante Toleranz gegenüber einer alten Irre. Ach, aber gerne. Sag sowas nicht. Ich bin alt und reich. Ich darf sagen, was ich will. Und nun, sei so gut und überlass mich meinen Gedanken. Ich werde wieder hineingehen. Natürlich. Mach mit deinen Gedanken, was du willst. So, mit wem reden wir denn als nächstes? Natürlich reden wir mit Vivaldis anderen Freunden auch noch. Ist ja wohl klar. Hat doch bankrott erklärt. Und dann dieser Ring. Scheiße, ist der fett. So ein fetter Ring, yo.